Logowatzer Landsleute. Dieser Film soll Ihnen als Erinnerung dienen an Ihr ehemaliges Heimatdorf Glogowatz im Banat. Wenn das Dorf auch heute nicht mehr so aussieht wie früher, so versucht dieser Film doch einen Teil von dem zu zeigen, was Glogowatz früher war. Ich bedanke mich hiermit für die Mithilfe bei der Gestaltung des Filmes bei Familie Zipf, bei Frau Hack, bei Herr Lock, bei Herr Anton Dummele und Herr Johann Müller und allen anderen, die mich unterstützt haben. Die Geschichte der Gemeinde Glogowatz, Auszug aus dem Heimatbuch Glogowatz. In der ersten karolinischen Ansiedlungsperiode brachte Baron Johann Georg Harucker 186 deutsche Familien in die Arrater Gegend. Davon ließen sich 106 in Arad, 56 in Elek im heutigen Ungarn, 4 in Pechka, 2 in Minisch, 2 in Galscha und eine Familie in Gyorok nieder. Von diesen Familien siedelte Kameralinspektor Michael Lovas von Ötvenes 1724 die ersten 16 deutschen Familien in Glogowatz an. Nach der Auflösung der österreichischen Militärgrenze an der Marosch 1741 war auch Glogowatz in königlichen Kameralbesitz übergegangen und dem Arader Komitat einverleibt worden. Der Großpächter der Arader Kameralgüter, Kameralinspektor Lovas von Ötvenes, brachte Kolonisten in die schwach besiedelten Marosch-Ortschaften. Nach der Auswanderung der serbischen Grenzsoldaten siedelte er 1756 in Glogowatz weitere 24 deutsche Familien aus Franken, hauptsächlich aus den Gebieten Würzburg und Bamberg, an. In Glogowatz wurden zwischen 1765 und 1771 insgesamt 167 Ansiedlerfamilien aus verschiedenen Teilen des Reichs kolonisiert. Somit besaß die Gemeinde Glogowatz schon 250 bis 300 Häuser, als 1765 eine eigene Pfarrei eingerichtet und 1767 eine römisch-katholische Pfarrkirche erbaut wurde. Kaiser Josef II. Veranlasste den dritten Einwanderungsstrom ins Banat. Während der sogenannten josephinischen Siedlungsperiode zwischen 1782 und 1787 wurden Kolonisten aus allen Teilen des Reichs geworben und erhielten einige Gulden Reisehilfe. Die genaue Anzahl der Glogowatzer Ansiedler aus dieser Periode ist leider nicht bekannt. Doch aus den Herkunftsangaben in den ab 1770 geführten Trauungs- und Sterbematrikeln der Gemeinde geht hervor, dass zwischen 1779 und 1806 insgesamt 371 Menschen aus verschiedenen Teilen des Reichs einwanderten. Nach 1806 versiegt der Einwanderungsstrom. Es gibt bloß noch Zuwanderungen aus umliegenden Banater Ortschaften. Die Eintragungen in den Matrikeln bringen leider nicht immer die genauen Ortsangaben. Bei 296 Personen heißt es lediglich Ex Imperio, bei 75 Personen dagegen findet man die Angabe des Herkunftsortes. Davon stammen 16 aus Ungarn, 14 aus Franken, 9 aus Mainz, 8 aus Österreich, 7 aus Böhmen und Mähren, 7 aus Schlesien, 4 aus der Pfalz und aus dem Rheinland, 4 aus Schwaben, 3 aus Bayern, 1 aus Wacheroth, Bamberg, 1 aus Trier, 1 aus Lothringen. Die ersten Häuser der Glogowatzer Ansiedler wurden um den Schlossberg und im tiefer gelegenen südlichen Baugelände errichtet. Als Baumaterial diente ein mit Schilf und Weiden, später mit Spreu vermischter Lehm, für die gestampften Wände und Kotziegel. Es gab Schilfrohr- und Gerstenstrohdächer. Anfangs wurden auch leichte Holzschindeln zum Dachdecken verwendet. An das vordere Zimmer grenzte die Küche mit offenem Rauchfang. Daran schloss die Kammer und der Viehstall an. Man baute nur Längshäuser, sogenannte Gradaushäuser, mit dem Giebel zur Straße. Bei den späteren Triangelhäusern wurden den Langhäusern 2 bis 3 Zimmer an der Gasse angebaut. Wegen der unebenen Baufläche konnten die Gassen nicht wie im Banat systematisch, sondern nur verwinkelt und schief angelegt werden.
nach den verheerenden Bränden von 1830, 1857, 1865 und besonders nach der großen Überschwemmung von 1879 wurde das Dorf gegen Norden ausgebaut. In der Zeitspanne 1880-1922 überschritt der Häuserbau die Landstraße und richtete sich nordwärts gegen die Eisenbahnlinie aus. Damals wurde noch mit Kotziegeln gebaut, doch man bezog schon aus Arad Brennziegel, die mit einem Kalksandgemisch verbunden wurden, sowie gebrannte Dachziegel zur Abwendung der Feuergefahr. Die Höfe und Gassen wurden in dieser Periode regelmäßiger als am Anfang angelegt. Zudem baute man mehr Wirtschaftsräume, Stallungen und Scheunen. Nach dem Ersten Weltkrieg erhielten arme Bauern und Fabrikarbeiter im Hannerfeld, in der Langgasse und in der Deitschgasse kleine Hofplätze. Ihre Häuser hatten keine Wirtschaftsbauten. Nun wurde die frühere Küche mit offenem Herd zum Wohnzimmer. Dazu erscheint eine Speisekammer und die Sommerküche. Zwischen 1910 und 1940 wurden Keller zur Aufbewahrung des Weines, der Kartoffeln, des Krauts und der Futterrüben gegraben. Auf den Dachböden lagerte man nur mehr das Getreide. Im Hof wurden manchmal große Kukuruzhambare, Kukuruzkorb genannt, und darunter geräumige Schweineställe gebaut. Man errichtete Schopfen für Heu, Wagen, Geräte und Maschinen. Im Hof gegenüber dem Wohnhaus entstand das kleine Haus mit Zimmer und Küche als Wohnsitz der Alten. Hier waren Backofen und Selcher untergebracht. In der Zeitspanne 1956-1960 hat sich das Weichbild der Gemeinde Glogowatz infolge des Dekrets Nummer 81 um 40 Hektar erweitert. Damals wurden 359 Hausplätze zu je 0,12 Hektar hauptsächlich an die rumänischen Kolonisten verteilt, worauf diese mit Staatsanleihen von je 18.000 Lei das sogenannte neue Dorf aufbauten. Nach der Rückgabe der enteigneten deutschen Häuser setzte im ganzen Dorf eine rege Bautätigkeit ein. Bis 1968 wurden 82 alte Häuser ganz umgebaut, mit neuen Gassenzimmern im Triangelsystem und mit Badezimmern ausgestattet, ja sogar nach städtischem Vorbild villenartige Wohnhäuser errichtet, die Gehwege betoniert, Zementzäune aufgezogen und Eisentore eingesetzt, Hausgärten und Traubenspaliere für Tafel und Weintrauben, Obstbäume und Blumenbeete zieren die Höfe, denn die enteigneten Bewohner sind nun auf die Erträge im Hof- und Hausgarten angewiesen.